Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Gestern schien wohl Tag der Bekanntgaben gewesen zu sein. Zuerst kam gegen Mittag die offizielle Bestätigung, dass Valtteri Bottas, der am Mittwoch 30 Jahre alt wurde, auch 2020 neben Lewis Hamilton im Mercedes fahren darf. Aufgrund der Leistungen der ersten Saisonhälfte hat sich Mercedes schlussendlich gegen den Franzosen und für den Finnen entschieden. Esteban Ocon wird Mercedes Richtung Renault verlassen und dort das Cockpit von Nico Hülkenberg übernehmen, was die zweite Bekanntgabe des Tages war. Gegen 14 Uhr kam dann die Bestätigung, dass er 2020 neben Daniel Ricciardo fahren wird. Hülkenberg wird die Franzosen nach 3 Jahren verlassen müssen und aller Voraussicht nach zu Haas wechseln, wo ihn Teamchef Günther Steiner aufgrund der Erfahrung in die engere Auswahl des Grosjean-Cockpits genommen hat. Die Entscheidung soll sehr bald getroffen werden. Das US-Team muss sich wohl zwischen Grosjean und Hülkenberg entscheiden. Gestern kam die Meldung, dass Kimi Räikkönen aufgrund einer Muskelzerrung im linken Bein möglicherweise beim Belgien Grand Prix von Reservefahrer Marcus Ericsson ersetzt werden könnte. Er war auf Wunsch von Alfa Romeo mit nach Belgien gereist und wird das IndyCar-Rennen in Portland auslassen. Das verkündete er per Twitter. Es ist zwar eher unwahrscheinlich, dass Ericsson den Finnen ersetzt, aber es sei sicherer, dass er an der Rennstrecke ist, falls der Weltmeister von 2007 doch passen muss. Kommen wir zu Mikes Meinung. Freut mich für Bottas und für Ocon, dass sie im nächsten Jahr an den Start für die jeweiligen Teams gehen. Bei Bottas finde ich die Entscheidung richtig, denn im Gegensatz zu 2018 ist er deutlich besser und hat sich von daher auch die Vertragsverlängerung verdient. Ocon sollte ja bereits 2019 im Renault sitzen, aber Cyril Abiteboul hat sich dann doch für Daniel Ricciardo entschieden. Kommen wir zum Community-Kommentar. Janivar hat folgenden Kommentar unter das Spanien-Video geschrieben. Die sollten mal lieber Spanien oder Frankreich aus dem Kalender schmeißen und Deutschland zurück in den Kalender holen. Langweilige Strecken bleiben erhalten und Strecken, die meiste Spannung bieten, gehen. RIP Hockenheim. Ganz ehrlich, du hast recht. Das Ringrennen von Hockenheim war ein echt kurioses und spannendes Rennen mit einem überraschenden Podium. Frankreich ist in meinen Augen total langweilig und Spanien, naja, ein paar spannende Rennen gab es ja in der Vergangenheit auch. Aber im Großen und Ganzen sollte Liberty wirklich in Zukunft einige Langweiler-Rennen aus dem Kalender schmeißen. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.